Can't Sleep. Ein Minecraft-Geist, der ist dir anscheinend nicht erlaubt zu schlafen. Er hat einen gruseligen Minecraft-Geist-Skin mit verschmiertem Blut über seinem Gesicht. Oh, das ist sehr schlimm. Wir testen auf jeden Fall heute diesen Mythos aus und let's go zum Video. Ach so, vor dem Video würde ich noch empfehlen, ein Like, Abo und die Glocke anzuschalten, da dieses Video mich wahrscheinlich 5 Tage gekostet hat. Also das Video nehme ich natürlich 5 Tage, bevor ich es hochlade auf. Viel Spaß beim Zusehen. Jetzt fangen wir hoffentlich wirklich an. Also der Spawn ist schon sehr interessant, da es schon Nacht ist. Das wäre eigentlich unmöglich. Da hinten, was ist da hinten? Lava, oder? Nee. Das ist ein Dorf. Okay, da gehe ich später mal. Interessant. Da gehe ich auch später mal hin. Auch interessant. Ein Holz fehlt. Okay. Das erste, was ich immer tue, ist natürlich Holz farmen. Äpfel sind gut. Oh. Hä? Wieso kann ich was essen, obwohl meine Hungerbalken voll sind? Das war doch nie so, oder? So, ich bin gleich fertig mit Holz abbauen, dann habe ich genug Holz für meine Base. Es ist schon Tag geworden. Alter, ich habe so lange Holz abgebaut. Warte mal. Was? Hä? Also das verstehe ich gerade nicht. Das ist dieses Bedrock. Interessant. Sowas habe ich noch nie gesehen. So, ich glaube, das Holz reicht auf jeden Fall aus. Ich wollte noch das da besuchen, weil das sehr komisch aussieht. Ja, das ist auf jeden Fall nicht normal. Ich weiß nicht, warum es schwebt. Sind hier Barrieren? Okay, das sind Eisenblöcke. Also heißt schon mal kostenlos Eisen. Aber ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich das abbaue. Ich habe hier auf jeden Fall eine Höhle gefunden. Da, wo ich gleich Stein sammeln werde, damit ich reich bin. Von diesen Planken mache ich mir erstmal. Wow! Wow! Das ist heftig viel Holz. Alter. Das reicht bestimmt für mein ganzes Haus, das ich bauen werde. Ich habe kurz vergessen, wie man Stöcke macht. So. So, Stöcke und Spitzhacke gemacht. Perfekt. Ich gehe gleich dieses Eisen abbauen, da das sehr viel wert ist und ich mir darauf viel craften kann. Also, let's go. Steinspitzhacke, geht's mit einer Steinspitzhacke? Frage ich mich. Ich muss mich als erst hochbauen. Soll ich hier so? Let's go. Ich baue es ab. Was? Was?
Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Mein ganzer Bildschirm war gerade weiß. Ich glaube nicht, dass man das gesehen hat. Oh, ich bin runtergefallen. Das war sehr komisch. So. Okay. Weiter. Eisen abbauen. Eisen ist das Beste. Und. Ah, nee. Das sind ja Redstone-Fackeln. Also wenn ich die einsammle, dann wird, glaube ich, was Schlechtes passieren, habe ich gehört. Aber wir wollen ja, dass was Schlechtes passiert. Also fangen wir an. Ich glaube, der Minecraft-Gott ist böse auf uns geworden. Sehr, sehr krass. Ich glaube, ich muss von hier verschwinden und zur Richtung des Dorfes gehen. Mein Haus werde ich irgendwo hier am Wasser bauen. Also von denen habe ich schon genug in Minecraft gesehen. Das beweist noch nichts. Wir bauen, glaube ich, hier unser Haus. Genau hier. Perfekt. So. So. Ich brauche eine Werkbank und ihr wundert euch bestimmt, warum ich da ein Loch hingebaut habe. Also dieses Loch hier wird ein Spiegel sein, wieder um alles zu... was? Ein Spiegel, Mann! Da wird ein Glas sein, also Glas sein, damit ihr wisst, was passiert, also damit ich auch sehe, was passiert, damit ihr es auch seht. Hier wird auf jeden Fall der Eingang sein. Oh Mann. Nach diesem Haus werde ich zum Dorf gehen. Ich verstehe es gerade nicht. Habt ihr das auch gesehen? Oder war das irgendeine Illusion? Sehr komisch. Oh mein Gott! Ich erschrecke mich von einem Küken, okay. Dann bauen wir hier mal ein Dach. Oh Mann, das Holz hat leider nicht gereicht, aber wir brauchen auf jeden Fall einen Ofen. Wo ist eigentlich mein Stein hin? Ach so, ich habe mich da ja hochgebaut. Stimmt. Ich glaube, ich gehe jetzt zum Dorf und wir gucken, was sich beim Dorf so befindet. Oh ja. War das das Wasser? Oder ist mir nur eingefallen? Es regnet nicht mal. Warum gewittert es, verstehe ich nicht. Wenn ihr das hört. Interessant. Das ist auch sehr komisch. Ich sehe deine Linie. Okay. Da hinten ist ein Dorf. Wahrscheinlich. Habe ich hier sogar gesehen. Und wir schwimmen da mal hin. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier so hin. Zu dem Dorf. Oh. Der ist da hinten. Also das ist da hinten, das Dorf. Oder der Dorf. Nee, das Dorf, oder? Das Dorf, der Dorf. Ja, wahrscheinlich das Dorf. Okay.
Was mir jetzt schon auffällt. Ach so, ich dachte, es wäre Gold. Okay, interessant. Das sind Redstone-Fackeln, oder? Das passiert mir auch nie, dass ich sowas sehe. Interessant, dass hier ein Bett ist. Oh, du bist ja in jeder Folge dabei, mein Lieber. Ich mache Werbung für dich, für deine super Preise. Oh mein Gott, jeder will es kaufen. Warum? Okay. Gut, sie werden nicht aggressiv. Ich muss auf jeden Fall ein Bett mitnehmen. Ja, was ist denn los? So, hier ist ein Bett, aber da liegt gerade jemand. Was ist das da? Ah, okay. Ist nur eine Glocke. Hier, was ist das? Ah, Schweinefleisch und Schaf. Hallo, Eisengolem. Eisengolem. Ist alles gut. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Wieso wird er nicht sauer? Hallo? Hallo? Ist alles gut? Ja, du nickst? Interessant. Also er hat mir kostenlos Eisen gegeben und irgendwelche Kerne. Ich verstehe noch nicht, wo alle Betten sind. Interessante Truhe. Okay. Nehme ich mir mit. Ich weiß nicht, ob das selten ist. Krass, das kann man doch nicht mal so bekommen. Hier ist ein Bett. Das nehme ich direkt mit. Interessant, dass scheiße. Alle Betten verschwunden sind. Hier sind überall nur Redstone-Fackeln. Ich brauche eine. Ich setze mal hin. Und sonst sind hier keine Fackeln. Was? Ich kann keine Fackeln mitnehmen. Schade. Hä? Es gibt eine Akazienschmiede. Seit wann das? Seit wann das? Also, ich habe noch nie eine Akazienschmiede gesehen. Sorry, wenn ich mich irgendwie jetzt irre. Das gibt's wirklich. Interessant. Ich habe jetzt genug Eisen, dass ich mir volle Rüstung machen kann aus Eisen. Da bin ich ja froh. Immer Nacht. Ich verstehe nicht, warum es immer Nacht wird. Weil das geht doch gar nicht. Wie kann es direkt Nacht werden? Ich war hier vielleicht 2 Minuten AFK. Das ist direkt Nacht. Der Tag, meine ich. Nacht, doch, Nacht. Alter, okay. Sehr, sehr interessant. Wo ist eigentlich das Haus? Wo ist mein Haus? Was? Wo ist mein Haus hin? Ich weiß jetzt nicht, wo mein Haus ist. Aber ich weiß, dass es dunkel ist. Das ist das Einzige. Was ich weiß... Da ist es ja. Da hinten. Super. Hier. Ey! Mann! Wieso verliere ich Blubberblasen, wenn ich im Wasser schwimme? Seit wann ist das so? Muss ich jetzt halt langsam vorankommen. Der Mond ist okay. So, dann stellen wir mal alles ab bei unserem Zuhause. Bewegt sich der Himmel? Ja, er bewegt sich. Okay, super. Dann ist ja alles gut in dieser Welt. Also ich habe, glaube ich, alles gemacht. Mein Haus ist jetzt auch vollbracht zu Ende. Und
Ich mache mir als nächstes ein Dierschwert. So. Zwei Dias. Fertig. Ein Dierschwert. Perfekt. Boah. Ich fühle mich so OP. Ah. Natürlich gehen ja noch ein paar Sachen. Und zwar der Helm. Und die Stiefel. So. Und jetzt kann ich mich auch. Mich auch ausrüsten. Mit den folgenden Sachen. Das geht ja nicht. Sattel. Ich habe gerade gedacht, da waren irgendwelche komischen Schriften auf meinem Schwert. Aber okay, dann ist ja alles gut. Ich kann noch ein bisschen Gitter machen. Gitter für meinen Garten. Versuch. Immer schön. Ja. Also, das war gerade sehr unerwartet, dass ich sowas sehe. Sehr sogar unerwartet. Sowas habe ich wirklich nicht erwartet. Oh mein Gott. Ich habe kein Dach. Ich habe kein Dach. Mist. Sehr interessant. Okay. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Sehr. Nein, der ist hinter meinem Haus. Der rennt hier irgendwo. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Nein. Nein, 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 nein. Niemals. Niemals. Ich habe mich auch gefragt, wo mein Bett hin ist. Wo ist mein Bett hin? Oh mein Gott! So, bei mir ist alles kaputt. Ich habe es nicht mehr. Okay, ich glaube, ich mache alles zu. Ich glaube, dass alles schlechter geworden ist. Was steht hier? Hier sind Redstone-Fackeln auf meinem Haus verteilt. Sehr schlecht auf jeden Fall. Oh mein Gott. Dieses Kreuz habe ich in einem YouTube-Video gesehen. Er schaut drauf. Er schaut drauf. Ich hasse diesen Minecraft nicht. Ich hasse alles in Minecraft. Na! So Leute, das war wahrscheinlich das Ende dieses Videos. Ich bin zwar gestorben, dafür habe ich vieles herausgefunden. Und zwar, dass diese Figur sich teleportieren kann, sich unsichtbar machen kann und dass sie einfach alle Rechte auf dem Server hat. Naja, dieses Video war ja auch nicht echt. Das war ja alles nur zum Spaß gemacht. Also Leute, wenn jemand kommentiert Fake, dann hat er wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt. Guckt das Video unbedingt zu Ende. Aber das ist ja schon das Ende. Also Leute, vergesst nicht, diesen Channel zu abonnieren. Ich blende jetzt noch ein paar Kameras ein, weil ich habe von oben auch aufgenommen, von meiner zweiten KM. Und ich blende mal die Aufnahme ein.